So schnell geht's und 2 Wochen sind schon wieder vorbei. Das heißt, es gibt eine neue Folge von Nix kommt Nix, der Podcast über Motivation und erfolgreiches Scheitern. Und um diese 2 Dinge geht's natürlich auch heute wieder mit meinem heutigen Gast, mit meiner heutigen Gästin, noch eher jünger, aber reich an Erfahrung. Zu Gast heute bei mir ist Laura Habel. Herzlich willkommen. Danke sehr. Freue mich, da zu sein. Freut uns auch sehr. Wir kennen dich vor allem und also von dem Unternehmen von deinem Vater, von Vulcano Schinken. Ich glaube, der Name sagt sehr, sehr vielen was. Da bist du mittlerweile auch voll integriert. Und dass es da hat so ganz dunkle Wochen und Monate und Jahre gegeben, wo es ganz kurz vorm Aus wäre. Es hätte ganz leicht sein können, dass es Vulcano heute so nicht gegeben hätte oder vielleicht auch gar nicht gegeben hätte. Was da der Grund war, dass es dann doch weitergegangen ist, über das quatschen wir natürlich. Dann hat dich auch in die Selbstständigkeit verschlagen. Du hast damals mit knappen 22 Jahren deine erste eigene Firma gegründet, Big Power. Aber ist halt nicht so ganz aufgegangen, ist dann leider zum Schluss auch gescheitert. Aber du hast natürlich viel gelernt. Da gab es viel zu lernen und viel Learnings daraus, wie man weitermacht. Aus diesen Learnings ist dann auch was Neues entstanden. Dein heutiges Standbein, die Firma Hanfred. Ergänzungsfuttermittel für Hunde mit der Spezialzutat Hanf, was ganz was Ungewöhnliches, haben wir kurz vor Lockdown gegründet. War auch sehr spannend. Ja, und damit wir über all diese spannenden Themen ganz ausführlich sprechen können, gehen wir es gleich an, Laura. Super. Von nix kommt nix. Der Podcast über Motivation und erfolgreiches Scheitern. In dieser Folge mit Laura Habel von der Vulcano Schinkenmanufaktur in der Südoststeiermark. Wir sitzen auch hier bei Vulcano Schinken in Auersbach in der Südoststeiermark. Was ist denn das für ein Raum hier? Das ist tatsächlich unser Meeting-Raum, also wir sagen immer Meat wie das Fleisch. Yeah. Genau, sieht man auch schön den Prosciutto da unten im Reiferaum. Genau, leider am Wieder nicht, aber da unten reift er. Genau. Wie viele Stück reifen da? Wir haben ein Gewinnspiel, wo man das erraten muss. Dann sagen wir es. Das ist ein bisschen, wir hätten unsere Podcast-Hörer einen klaren Vorteil dann. Aber ja. Es hängen sehr, sehr viele, sagen wir so. Genau, richtig. Es ist im vierstelligen Bereich. Okay. Und hier werden viele Dinge besprochen. Gibt es da ein wöchentliches Meeting oder? Ja, also 2 wöchentlich auf jeden Fall, wöchentlich nicht immer, aber genau, also es werden viele Kennzahlen besprochen, natürlich auch unsere Marketingbesprechungen. Mhm. Also er wird gut genutzt. Sehr gut. Und heute nützen wir ihn aus mit unserem Podcast. Genau. Laura, damit wir dich mal speziell am Anfang ein bisschen näher kennenlernen, würde ich vorschlagen, ich habe ein paar Hard Facts über dich herausgefunden, die schmeiße ich jetzt alle auf den Tisch. Und genau, dann lernen wir dich mal ein bisschen näher im Detail kennen. Es geht ja auch darum, dass man den Menschen dahinter kennenlernt in dem Podcast. Du bist 29 Jahre alt, kurz vor dem 30er. Machen wir schnell weiter. Du kommst eben hier aus Auersbach in der Südoststeiermark, wo auch die Vulcano Schinkenmanufaktur ist. Gleich daneben ist euer Bauernhof, an dem ihr aufgewachsen seid, vor 29 Jahren oder genau. In dieser Zeit. Und dieser Bauernhof hat dich ganz sicher in vielen Dingen geprägt, die du heute machst. Definitiv. Sonst wäre es wahrscheinlich in eine andere Richtung gegangen. Und ab 17 Jahren hast du dann im Sommer immer wieder so Praktikas gemacht in Hotels. Da warst du viel unterwegs, in Berlin, in Bangkok, in Doha. Und dann hast du auch für 4 Monate eine Kreuzfahrt oder auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet auch und hast quasi eine Weltreise gemacht. Genau, da hatte ich Glück mit der Route. Es waren wirklich 25 Länder in 4 Monaten. Also es war schon einmal quer über den Globus. Würdest du nochmal auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten? Es ist schon zach, oder? Also sagen wir so, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Ich würde es nicht nochmal machen. Okay. Also es war echt eine sehr, sehr, sehr lehrreiche Zeit, eine sehr schöne Zeit. Ich muss ja sagen, ich habe echt Glück gehabt mit meiner Position, weil ich ich war Rezeption, Administration. Es war ein relativ kleines Schiff, deswegen war das jetzt nicht so nur Rezeption zum Beispiel. Und da hatte ich entweder den ganzen Vormittag frei. Oder eben den Nachmittag bis 20 Uhr. Cool, also genau. Hast du den nutzen können. Genau, also ich bin tatsächlich bei jedem Hafen ausgestiegen. Wow, cool. Und das passiert nicht so oft, wenn man am Schiff arbeitet. Ja, genau, da ist man oft meistens nur unter Deck.
Ja, genau. Aber über der Wasseroberfläche, Moment, sind wir. Okay, das, und das ist ja auch nicht ganz so. Genau, ich habe nur so Waschmaschine gehabt. So, immer wenn so ein bisschen mehr Wellengang war, war beim Fenster immer so das Wasser so. Ja, es hat sich echt angefühlt wie in einer Waschmaschine. Cool. Das ist sicher eine Erfahrung wert gewesen, diese 4 Monate. Definitiv. Und heute bist du eben Managerin von Vulcanoschinken, machst hier ganz, ganz viele Sachen. Genau. Eigentlich alles schon einmal irgendwie wie gemacht. Und Gründerin und Chefin von deinem jetzigen Firmenbaby, wenn man so sagen kann. Genau. Von Hanfred. Was das ist, das werden wir alles dann ganz im Detail noch klären. Laura, ein Fakt, das würde mich jetzt noch interessieren, den versuche ich von jedem Gast herauszukitzeln. Ja. Welchen Fakt kennen wir über Laura Habel noch nicht? Was ist so ein Fakt, wo man, den man nicht googeln kann oder den man nicht in irgendeinem Buch findet oder so? Ja, es gibt schon einen. Also meine Freunde wissen das, kennen mich auch so. Man wird es nicht glauben, aber ich esse sehr, sehr wenig Fleisch. Wirklich? Ja. Also ich bin kein Vegetarier, aber ich esse wirklich, wirklich wenig Fleisch. Und wenn ich auswärts esse, ganz oft das Vegetarische, also ein vegetarisches Menü oder irgendeine Speise vegetarisch. Das ist aber sehr interessant. Ja. Ist es, weil du in deinem Leben schon so viel Fleisch gesehen hast, oder ist es die Einstellung? Es ist definitiv die Einstellung. Okay. Also man hat irgendwie einen anderen Bezug dazu. Okay, genau. Ja, cool, sehr gut. Aber schau, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, es Werbung ist schlecht. Aber wir wollen ja auch hinter deine Kulissen blicken. Und das ist halt, er schmeckt dir ja trotzdem, der Schinken. Genau, aber du versuchst halt anders auch zu essen. Laura, starten wir mit deinem Weg ganz am Anfang. Du bist eben, haben wir schon vorher gesagt, hier in Auersbach aufgewachsen beim Bauernhof deiner Eltern. Warst so 5, 6 Jahre alt, wie das Ganze gestartet hat hier mit Vulcanoschinken. Wie ist es damals eigentlich dazu gekommen, dass man einen Vulcanoschinken vertreibt? So einen Rohschinken, zum Beispiel, die das nicht kennen, ja, so das war getrockneter Luftschinken. Grundsätzlich ja aus der Not heraus, weil wir waren ein klassischer Bauernhof, so wie man es kennt. So 2 Kühe, ein paar Schafe, ein paar Hühner, so zur Selbstversorgung eben. Und meine Eltern haben mir den Hof massiv überschuldet übernommen, in sehr jungen Jahren. Mein Papa war das so 17, wie er den offiziell übernommen hat. Und es war dann eben aus der Not heraus die Idee, wie können wir das Produkt veredeln, um zu überleben. Also es war wirklich... Ganz ein anderes Denken, weil zu dieser Zeit, 2000 herum, hatte das noch niemand gemacht. Da hat es einfach das Fleisch gegeben und fertig. Genau. Und meine Eltern sind dann relativ viel auch in den Süden, Italien, Kroatien, zu anderen Betrieben hin, um zu schauen, wie kann man das Fleisch verarbeiten, um das zu veredeln? Wie kann man dem Fleisch mehr Wert geben? Weil man muss auch sagen, damals hat es angefangen, dass die Leute viel mehr Fleisch essen. Das Fleisch war nicht viel Wert, also damals wieder noch mehr als jetzt, weil jetzt isst man dreimal am Tag Fleisch und das ist normal. Und deswegen wollten sie auch dem Lebewesen mehr Wert geben. Ihnen war das auch alles irgendwie zu, sagen wir so, ja, zu viel Masse, wenig Klasse. Und dadurch ist es dann eben entstanden, dass meine Eltern die Produkte veredelt haben. Damals waren es jetzt 4 Bauern, auf 4 Bauernhöfen. Die mit dabei waren. Genau, auf 4 Bauernhöfen sind die Schweine gemästet worden. Und damals ist eben schon entstanden, dass mit dem die Tierwohlhaltung und das Hochwertige eben, das Veredeln mit nur wenigen Zusätzen, nur Salz und ein paar Gewürze und ein bisschen weg vom schwer verarbeiteten Produkten. Mhm. Und ihr wart ja damals so beim ersten Aufsprung quasi mit dabei, oder? Also ihr habt das schon ein bisschen so mit auch initiiert. Genau. Also in die Köpfe gebracht. Ja, also österreichischen Prosciutto hat es damals noch nicht wirklich gegeben. Der ist aus Italien gekommen, in unseren Köpfen. Genau. Bei uns kennt man so das Geräucherte. Also, und unser Schinken ist ja wirklich rein luftgetrocknet, hat mit Rauch über, also nichts zu tun. Und es war schon am Anfang spannend, den Österreichern zu erklären, das ist jetzt so österreichische Prosciutto. Das war sicher auch nicht ganz am Anfang, auch sicher nicht leicht. Nein, also Markenaufbau ist super, super, super anstrengend. Mit viel Kritik wahrscheinlich auch, vor allem so im ländlichen Raum, da wo die Leute sagen, bitte, was wollt ihr mit dem? Ja, das war immer so, bitte, was wollt ihr da auf dem Hügel oben? Das wird nie was. So macht man das halt nicht, da kann man nie damit Geld verdienen. Ist halt, Mit einem neuartigen Produkt immer eher schwerer zu starten. Genau, genau. Und bei euch ist es dann eben einige Jahre gegangen mit diesem Vierergespann, quasi mit 4 Bauern, die da mitgemacht haben. Und dann hat es so 2009, 2010 herum, war sowieso schon alles eher schwerer, Wirtschaftskrise und Co. Und dann ist es euch auch nicht gut gegangen. Da war
so ein paar dunkle Monate waren da schon, gell, wo es kurz vorm Scheitern eigentlich war. Ja, also ich meine, es war generell jetzt nicht unbedingt die einfachste Zeit, das aufzubauen. Also ich weiß noch, als Kind, Jugendlicher, meine Eltern waren sehr, sehr viel beim Arbeiten, waren viel unterwegs. Wir sind viel bei meiner Oma und beim Opa auch gewesen, weil wir haben in 4 Generationen in einem Haus gelebt. Also es war jetzt kein Problem, dass wir jetzt daheim waren und die Eltern nicht. Und da waren sie viel unterwegs, Markenaufbau, und das war dann ja zum Schluss hin bis 2010 wirklich, dann ist es immer schlimmer geworden, wie du sagst, Wirtschaftskrise. Und das, 3 Bauern sind dann ja ausgestiegen und dann war mein Papa dann allein damit. Und haben sich meine Eltern relativ schnell überlegen müssen, wie sie das jetzt machen. Also ohne, und da war es wirklich kurz vor knapp, also das war wirklich kurz vor knapp. Dass es die Marke gar nicht mehr gibt. Genau, also wenn der Investor nicht eingestiegen wäre, eine neue Suche wäre dann schon sehr, sehr sportlich geworden. Genau, und das, du hast es eben schon angesprochen. Es war dann damals ein Investor, der gesagt hat, okay, ich glaube an dieses Produkt. Genau. Und der ist dann eingestiegen bei euch und hat das Ganze wieder zum Leben erweckt. Aber das Problem war damals auch zu dieser Zeit, wo eh schon alles so schwer war, ist dann auch noch euer gesamtes Hab und Gut quasi abgebrannt, der Hof. Genau, genau. Das war 1-2 Jahre vor dem Einstieg von Vesta. Da ist wirklich der ganze Hof, also wie man es damals halt kennt hat, da war der Stall drinnen, da war der Kühlraum drinnen, das Büro, die ganzen Lagerräume. Wirklich, also nahezu alles, was man so, also die auch, wenn man so kennt, so die ganze Technik für die Fütterung und das Ganze. Und angefangen hat es in einem Silo zu brennen, wo gearbeitet wurde. Das war so ein Glühbrand übers Wochenende. Und das ist dann natürlich ins Dach, und damals, die Dächer kennt man ja, die sind oben relativ offen mit Heu. Und also perfektes Brennholz oder Brennmaterial. Perfekt. Also innerhalb von Minuten war das von einer Seite von dem Gebäude auf der anderen, wo es ein sehr, sehr großes Gebäude war. Ja, also alles in Vollbrand. Alles in Vollbrand. Wie hast du das damals mitbekommen? Wie ist das? Schlimmer geht's nicht, oder, in dieser Sekunde dann? Ja, ich war tatsächlich letztes Jahr, ich war zu dem Jahr, also zu der Zeit, wo das war, gerade im Reitstall nach der Schule, und habe dann zu Hause angerufen, so, ihr werdet zum Holen, und ich bin irgendwie nicht durchgekommen. So, und ich denke mir so, okay. Telefonierte die ganze Zeit jemand, die reich kann. Auch dann im Haus, wo meine Oma lebt, also wo wir gelebt haben, hat auch keiner abgehoben. Und irgendwann habe ich eine Mitarbeiterin am Handy erwischt. Und ich dann so, ja, kann mich vielleicht wer abholen? Ich meine, was ist los mit euch? Ja? Genau. Und sie so, voll im Stress, ja, wir müssen gerade die ganzen PCs rausräumen, es brennt. Und also so, die waren gerade voll dabei, alles zu retten, was noch zu retten war. Und dann beim Heimfahren hast du schon den Rauch gesehen. Also es war wirklich ein Riesenbrand. Es waren da sehr, sehr viele Feuerwehren vor Ort. Es waren mehr als 3 Tage dann da, weil das halt so groß war und mit so viel Glut, und dass das nicht wieder anfängt zu brennen. Aber euer Glück war, also das ist dann eben gelöscht worden nach vielen, vielen Stunden. Genau. Aber es ist kein Tier dabei zu Schaden gekommen. Das war irgendwie so das Glück, oder? Genau. Also ein einziges Schwein ist dann am nächsten Tag leider verstorben. Ja, eines leider. Mhm. Aber ein Schwein ist am nächsten Tag erst aus dem Schutt rausgekommen, und das war dann der Brandy. Das hat dann die Feuerwehr Brandy getauft. Und der war dann bei uns da zum Ableben. Der ist auch relativ alt geworden. Und ansonsten keines, weil wir haben ja eben damals schon Auslauf gehabt, und die sind dann halt klarerweise alle rausgelaufen, wie es heiß geworden ist. Genau, und da haben wir wirklich Glück gehabt. Wahnsinn. Aber was nimmst du von dieser Zeit generell mit? Du warst ja damals Kind/Jugendliche. Was waren so deine Sachen, die du mitgenommen hast und die du heute noch anwendest? Von diesem Scheitern zum Beispiel. Oder fast scheitern. Ja, also mein Papa hat immer so ein Sprichwort, also beziehungsweise uns Kinder hat er immer damit so geärgert, weil musst du vorstellen, du bist der Jugendliche, und dann jeden Tag in der Früh am Tisch so, und was für Tag ist heute? Und wir so, manchmal nicht so gut gelaunt, manchmal gut gelaunt, mein Bester. Und dann er so, ja, und warum ist heute ein bester Tag? Ja, weil ich heute keinen besseren habe. So. Und wirklich jeden Tag, und wenn du dann so als Jugendlicher aufstehst, so richtig grumpy und so, dann hat er das immer absichtlich dann an solchen Tagen gleich 2-mal gefragt. Und das ist für mich so in Erinnerung geblieben, das war immer die Einstellung von meinen Eltern, also du hast nur den Tag und du musst das Beste draus machen, egal wie scheiße das gerade ist. Und es hat schon viele Momente gegeben, wo man sich denkt, so, nein, ich mag jetzt echt gar nicht mehr. Aber ich habe halt auch gesehen,
egal wie scheiße der Tag ist, es kommt immer wieder besserer. Mhm, genau, also immer das Beste draus machen und nicht jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn es mal nicht so läuft. Genau. Ist sicher eine sehr gute Erkenntnis, wenn man die mit hat, weil dann gibt man einfach nicht schnell auf. Ja, es ist immer in Zeiten, wo halt ganz viele anstrengende Tage hintereinander kommen, dann ist es immer schon schwer, finde ich, so das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Aber es zahlt sich aus. Genau. Ja. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, zu deiner ersten Gründung. Du warst eben auf Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff und hast dann gesagt, okay, ich bin wieder da, ich will was Eigenes machen und hast deine eigene erste Firma gegründet. Big Power. Was war das genau? Das waren Proteinchips. Vielleicht kennt man das auch so, vor 2 Minuten 2 Millionen. Wir waren damals mit in der Show. Genau, und wir drei Schwestern haben das dann eben gegründet. Also es war ein neues Produkt. Die Idee war eben, Fleisch auch an den jungen Menschen näher zu bringen, hochwertiges Fleisch. Damals war das Eiweißthema ja auch, man ist es noch immer, Eiweißthema natürlich auch groß. Und da Jerky immer sehr verarbeitet ist, viele Zusatzstoffe hat, um das haltbar zu machen, haben wir uns so gedacht, okay, machen wir Chips. Die kann man so weit abtrocknen, dass man nichts braucht außer Salz und Gewürze. Und das war quasi, jetzt um das herunterzubrechen für Leute, die das gar nicht kennen, Es war quasi so wie ein Vulcano-Schinken, ganz dünn aufgeschnitten, aber nur halt getrocknet, wie so ein Kartoffelchip. Genau, also statt frittieren war es halt im Backofen, es gibt mittlerweile auch Backofen-Chips, also die halt auch nicht frittiert sind. Genau, und die wurde so lang getrocknet, bis das wie Chips war. Mhm. Wie ist damals diese Idee entstanden? Ich meine, das war jetzt nicht so weit entfernt von dem, was ihr da macht. Genau, entstanden ist sie schon tatsächlich über Vulcano, weil halt so, ja, wie kann man jüngere Menschen erreichen? Weil es war doch Traditionsbetrieb, eher so Feinkost, eher so die ältere Schicht. Und wie kann man junge Menschen erreichen? Und dadurch ist es dann eigentlich entstanden. Und ja, das war eine coole Geschichte. Lehrreiche Sache. Lehrreich, sehr lehrreich. Dazu kommen dann auch noch, die Firma gibt es zwar heute noch, aber sie ist... Ich schätze, sie gibt es noch 1,5 Monate. Genau, eben. Also sie ist quasi im Auslaufen. Genau. Aber kurz noch zum Weg dort. Ihr wart eben damals bei dieser Startup-Show bei Puls 4 bei 2 Minuten 2 Millionen, habt sogar ein Investment damals abgeräumt. Damals ist es bergauf gegangen und dann hat es aber doch einen Dämpfer gegeben, einen sehr, sehr starken Dämpfer, und durch den sind wir alle gegangen. Genau, ja. Also es hat alles sehr gut angefangen und... Wie du schon sagst, wir sind alle durchgegangen, den Lockdown, den haben wir nicht überlebt. Wahnsinn. Also, was war das Problem damals? Das Problem war, dass wir sehr abhängig waren von 2, 3 Kunden und diese Kunden zu dieser Zeit sich auf andere, eher essentielle Produkte fokussiert haben, haben wir in der Zeitung auch mitbekommen viel. Und unsere Produkte wurden dann eben nicht mehr forciert. Wie gesagt, wir waren halt abhängig auch von diesen Kunden. Wir waren auch noch relativ jung, die Firma war noch nicht so alt, also wir waren noch nicht so gut aufgestellt. Und also ihr hattet einfach den Plan, okay, wir sind in verschiedenen Supermärkten gelistet, Dort stehen unsere Produkte, und von einem quasi auf den anderen Tag waren die dann nicht mehr dort. Und dann hat es auch natürlich keiner mehr kaufen können. Genau, dann hat es keiner mehr kaufen können, und wie man es kennt, online geht dann doch nicht so viel wie dann im stationären Handel. Und es hat dann echt lang gedauert, bis wir herausgefunden haben, warum, wie, was, ist dann auch nie wieder angelaufen. Mhm. Und dann nach einiger Zeit haben wir uns dann entschlossen, das in Vulcano einfach zu integrieren, die Marke, weil es einfach zu wenig Umsatz ist für den Aufwand, den man betreibt. Meine 2 Schwestern haben sich dann auch umorientiert und machen jetzt ganz spannende Dinge. Und dementsprechend haben wir uns dann gemeinsam entschlossen, wir lösen die Firma auf. Sie ist jetzt in Liquidation. Ich bin offiziell Liquidator, habe auch nicht gedacht, dass ich den Titel auch mal habe. Heißt einfach Liquidation, vielleicht kurz zur Erklärung, heißt, man schaut, dass man den Lagerbestand, was man auch hat, weiterverkauft. Genau, also man schaut einfach, dass alles, was da ist, irgendwie verkauft und auflöst, falls noch irgendwie Rechnungen sind, die zu bezahlen. Deswegen ist man auch 3 Monate in Liquidation, das wusste ich vorher auch nicht. Mhm. Das wird dann ja auch gemeldet, und falls noch jemand eine Rechnung an dich hat, dass er die noch stellen kann, ist es anders wie Insolvenz oder Konkurs, weil das mehr zahlungsunfähig, und dementsprechend
ja, ist es jetzt die Big Power Fitness, eine GmbH IL, okay. 3 Monate lang. Okay. Und eben die 3 Monate sind dann Ende September vorbei und dann okay. war ich mal Liquidator. Alles klar, und dann gibt es auch das nochmal. Aber wie ist es für jemanden, wenn man jung ist, so wie du tust das damals mit 23 gestartet, genau, oder dieses ja, Startup, ja. diese Firma. Man ist voll Feuer und Flamme für ein Produkt, ein ganzes Team steht dahinter und dann wird es irgendwie nichts. Wie ist das? Das ist ja es und da scheitert irgendwie an seinem ersten Projekt. Ja, definitiv. Also das war ja mein erstes eigenes, also nicht eigenes, aber mein erstes großes Projekt, in dem ich schon hauptverantwortlich war. Und das ist schon, also wenn es dann auf einmal nicht mehr funktioniert, du bist dann schon sehr, sehr gedämpft. Also wahrscheinlich auch viele schlaflose Nächte. Schon, ja, weil du bist am Anfang ja so, okay, wenn das jetzt nicht weitergeht, wie ist es dann und wie passiert es und wie sind jetzt die nächsten Schritte, Mitarbeiter nicht mehr zu zahlen, muss man jemanden entlassen, wie tut man mit der Ware, weil wir haben ja dementsprechend produziert, klarerweise, um die zu beliefern können und wie geht es überhaupt weiter, also du fragt man sich schon dann so oft, okay, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ja, genau. Wieso? Ich hätte einfach 3 Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff bleiben sollen. Also ich bin extrem dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich muss auch ehrlich sagen, es würde jetzt da Hanfred mit mir zumindest nicht geben, wenn es Big Bauer nicht gegeben hätte, weil ich da einfach so viel gelernt habe, so viele Leute kennengelernt habe, Netzwerk aufgebaut und einfach viel, viel über Unternehmen, Prozessmanagement, Marketing lernen habe können aus erster Hand und eben auch sehr viel ausprobieren habe können. Und das ist schon echt lehrreiche Zeit gewesen. Es steht auch in deinem Lebenslauf, den hast du mir vorab zukommen lassen, es steht auch Fazit, es gibt irgendwie, wie hast du da geschrieben, es war eine Zeit, wo man einfach, oder auch Scheitern gehört zum Leben dazu und man lernt irgendwie dazu. Ja. Das ist so mein wirklich, also mein offizielles Scheitern, also mit jetzt dann offiziell, weil es ist noch nicht wirklich so, also es steht dann nirgends, dass es jetzt in Liquidation ist, aber irgendwann, wenn die da denken, okay, das gibt es halt einfach nicht mehr. Mhm. Und ja, es ist wirklich, das kann man im Lebenslauf so genauso definieren. Aber es ist, und eben genau deswegen gibt es diesen Podcast, weil das Leben ist halt nicht immer schön, man hat auch mal Scheitermomente. Blöd ist natürlich, wenn es halt gerade beim ersten ist, wo man dann, aber wie ist du dann, du hast jetzt eben was Neues gegründet, zu dem kommen wir dann gleich, wie war es für dich dann trotzdem nicht den Kopf in den Sand zu stecken und einfach weiterzumachen, was war denn die Motivation? Also ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der gern neue Dinge macht, der innovativ denkt. Ich liebe neue Produkte, ich liebe Innovation. Und wenn man irgendwie so, also ich bringe mir dann auch selbst viel bei, wenn ich dann sage, okay, ich möchte jetzt da zum Beispiel ein Produkt auf Amazon listen, dann lese ich mir halt einfach 3 Monate ein, bis das funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach so mein Naturell, dass es immer weitergehen muss. Ich habe immer gesagt, ich gehe nie weiter, Schule ist so blöd, ich bin so schlecht und ich habe jetzt trotzdem 5 Jahre studiert. Also das ist halt irgendwie, ist es mir dann nie, ich will es nicht sagen genug, aber irgendwie, ich kann nicht still aufgeben, gibt's einfach genau, nicht, oder? Aufgeben und auch das weiterentwickeln. Ich finde das so spannend und die Welt verändert sich so schnell und es ist so spannend, da versuchen mitzuhalten, dass man nicht ganz, also dass man da so viel Neues lernt. Aber was würdest du anderen jetzt mitgeben als Tipp, die jetzt gerade gescheitert sind, sei es privat, beruflich? Was würdest du denen mitgeben, dass man nicht sagt, okay, ich lasse jetzt alles liegen und ich mache gar nichts mehr? Weil es gibt ja dann schon, oder hat es wahrscheinlich bei dir auch die Zeit gegeben, ja, wo man sich denkt, ach Gott, jetzt das ist... Klar, hat es bei mir die Zeit gegeben, ich mir dann gedacht, so, ja, werde jetzt, keine Ahnung, ich setze mich jetzt in ein Büro und mag jetzt einfach gar nichts mehr selbst machen und so richtig, ja, aber... Im Nachhinein denke ich mir immer so, Gott sei Dank war das so. Also in dem Moment, wo man scheitert, ist das immer total schwer, finde ich, zu denken. Aber wenn man danach und vor allem lang danach dann, wenn man dann ja, wenn wieder irgendwas Gutes passiert ist, dann denkst du dir so, ja, Gott sei Dank ist das so gewesen. Man kann irgendwie aus allem irgendwie dann so ein bisschen das Positive ziehen, finde ich. Und am Ende sieht man, okay, dieser Baustein hat es mir zu dem gebracht und das ist
durch das gibt's das. Genau. Und genau. Da hat halt auch Scheitern einen Mitgrund oft. Definitiv. Aber lassen wir das, jetzt in einem Monat ist sowieso vorbei, du hast viel Erfahrung gesammelt. Und hast jetzt seit, wann hat dann die zweite Gründung stattgefunden von Hanfred? Das weiß ich ziemlich genau, weil das war im März 2020. Wir hatten hat wieder mit Corona und dem Lockdown zu tun. Wir hatten so den letzten Termin vor Lockdown noch beim Notar zur Gründung. Also es ist wirklich Gründungsdatum der 1. April 2022. Es ist kein April-Scherz. Und ja, also deswegen, das war auch eine super spannende Zeit, weil wir hatten da richtig, richtig viel Zeit, dann im Prinzip in den Aufbau zu stecken, weil Lockdown war klarerweise. Da hatte jeder viel Zeit für vieles. Mhm. Also Zeit jetzt, aber man konnte schon genau, man mehr hatte machen. Ja sonst nichts zu tun gehabt quasi. Ja, vor allem auch die Freizeit ist ja auch weggefallen. Ne? Genau. Also allein die Zeit hatte man ja, die zusätzlich war so. Und deswegen, es war ein richtig cooler Start mit einem richtig coolen Team. Und kurz zur Erklärung, bevor wir dann in die Gründungsphase auch gehen bei Hanfred. Was ist Hanfred für alle, die es nicht kennen? Hanfred produziert Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Pferde mit der Spezialzutat Hanf aus der Steiermark. Mhm. Auch genau. Was ganz was Neues. Wie ist es zu dem kommen? Hanf ist ja nicht was, was jetzt überall wächst. Um die Ecke, genau. Ja. Also, damals halt noch. Genau, das ist echt spannend, das wissen viele Leute nicht, aber in der Steiermark, vor allem in der Südoststeiermark, waren vor vielen, vielen Jahren ganz viel Hanfäcker. Also da wurde wirklich viel Hanf angebaut, hat sich dann wieder aufgehört. Also die Region per se ist schon gut dafür. Wir haben es warm, wir haben es so lau. Also er wächst sehr gut. Können wir dann eh anschauen. Ist wirklich eine sehr imposante Pflanze. Ja, eine sehr schöne Pflanze. Eine sehr schöne Pflanze. Ihr seht es dann auf Instagram natürlich, die Fotos, wenn wir dort sind beim Handfeld. Genau. Aber wie war damals, was war so dieser Punkt, wo man sagt, okay, man macht jetzt was mit Hanf. Wie ist es zu dieser Idee gekommen? Großer Teil von meinen Geschäftspartnern. Also wir sind ein tolles Gründerteam, das ich eben über Peak Power auf einer Messe kennengelernt habe. Also wir waren beide von der Messe, beide mit Unternehmen, ich damals in Peak Power, die hatten damals auch noch, also haben noch immer ein Unternehmen, ein anderes, mit der sie auf der Messe waren, da haben wir uns kennengelernt. Und dann irgendwann haben wir uns wieder so zusammengefunden und haben halt gesprochen. Und die Kombination aus unseren Stärken hat dann dazu geführt, dass wir das tolle Unternehmen gegründet haben, genau. Sehr cool. Und ja. Mittlerweile gibt es seit 3 Jahren. Genau. Was waren da so deine größten Learnings? Wahrscheinlich auch sehr viel, was du von Peak Power, von der Firma davor mitgenommen hast. Ja, also ich sage, ich habe echt viel in der Ernte gelernt, weil die Pflanze zu ernten ist sehr mühsam. Okay, was sind das also die schweren Sachen bei Hanf? Die Pflanze ist, also die Stängel sind außen ja so mit so Fasern, aus denen man ja auch Seile und Kleidung machen kann, also sehr, sehr widerstandsfähige Fasern. Und wenn du da mit irgendwie so drehenden Elementen reinfährst, Stichwort Mähdrescher, dann fährst du halt nur 3 Meter. Ah, weil das so stark ist. Genau, das wickelt sich dann um alles rundherum und das musst du dann echt, also wir haben echt viel probiert und ich kann jetzt mittlerweile echt gut mit Stanley-Messer umgehen. Kannst auch in den Lebenslauf schreiben. Genau, weil du hast dann immer die Fasern wieder so runterschneiden müssen und wie viele Klingen du da wechseln hast müssen, bis es dann endlich herunter war. Oh Gott, das war schon super anstrengend. Also da habe ich richtig viel gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Ja. Und es war ja dann doch, warst du vielleicht von dem auch inspiriert? Dein Vater hatte damals Vulkanoschinken gemacht. Was jetzt nicht so verbreitet war damals, ja. Hanf 2020 war ja auch nicht ganz so verbreitet. Natürlich schon, aber jetzt gerade in so einen, Ergänzungsmitteln für Tiere, Nahrungsergänzungsmittel, noch nichts. Das stimmt. Also wir waren da wirklich im Futtermittelbereich, abgesehen jetzt von dem CBD-Öl, das jeder kennt, wirklich die Ersten, würde ich jetzt mal so sagen, die das auch in einem größeren Portfolio gemacht haben. Und auch in so hochwertiger Qualität. Also bei Futtermitteln ist das auch wie bei Lebensmitteln. Es gibt halt hohe qualitative Futtermittel und nicht so qualitativ hochwertige. Und das ist schon auch was ich von Vulkan auch mitgenommen habe. Definitiv die hohe Qualität. Das ist immer
Also ich glaube, ich könnte es gar nicht anders. Also wenn es jetzt so ein Leckerli für Hunde wäre, wo alle möglichen Stoffe drinnen sind, nur dass es günstig ist, ich glaube, ich könnte es auch einfach nicht verkaufen. Mhm. Also ich würde sagen, ja, Vertrieb geht bei mir gar nicht. Ich kann, es geht nicht. Kann man das mit den eigenen Werten verknüpfen? Nein, überhaupt nicht. Also würde ich nicht kennen. Und so, wenn ich drüber rede, habe ich volle Freude dabei. Ich weiß einfach, das ist was super Cooles. Die Kunden sind begeistert und dann macht das dann richtig Spaß. Und das ist auch das, finde ich, was du dann immer denkst, so okay, für das mache ich es, wenn du dann eben mit Kunden sprichst, die dann so begeistert davon sind, was das ist. Und das ist schon immer ein schöner Moment. Und die wahrscheinlich das auch ausprobiert haben und sich denken, probieren wir es halt einmal. Genau. Was hat so Hanf bei, oder was löst Hanf so bei Pferden, bei Hunden aus, Positives? Also da gibt es jetzt viele, was es auslöst. Das, was jeder kennt, ist ein bisschen das Entspannende von CBD und eben auch generelles Wohlbefinden. Also für Magen, Darm ist es auch ganz gut, für das Fell, für also das generelle Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, was da auch der Unterschied ist bei unseren Hanfprodukten zu anderen. Mit dem CBD-Öl zum Beispiel ist ja nur das extrahierte CBD und in unserem Pulver ist ja das Vollspektrum der Pflanze. Stichwort Terpene, sekundäre Pflanzenstoffe, Terpene sind ätherische Öle und nicht nur CBD, CBG, also verschiedene Cannabinoide und das ganze Spektrum hat einfach einen anderen Wirkungswert, auch wie zum Beispiel ein CBD-Öl. Okay. Genau. Und für alle, die das noch nie gesehen haben, wie verkauft ihr das? Ist das so ein, streut man das drüber oder sind das so kleine Leckerlis? Angefangen haben wir mit dem reinen Hanfpulver, klarerweise. Also es ist wirklich nur Pulver, da streut man so übers Futter drüber. Und dann haben wir auch das Sortiment erweitert und haben jetzt auch viele Snacks, also Leckerlis, mit verschiedenen Prozenten an Hanf enthalten. Immer in Single-Protein, also Huhn, Rind oder Wild. Aktuell, wir erweitern natürlich dann noch. Aber genau, es ist immer eine sehr hochwertige Zusammensetzung und ja. Aber wie war es für dich jetzt nach eben einer Firma, die nicht so gelaufen ist, wie man sich das gedacht hat, jetzt zu einer neuen Firma, die dann schon läuft und es geht auch bergauf, das ist schon schön, oder? Wenn es dann mal bergauf auch geht. Ja, ich meine, bei Big Bauer ging es ja am Anfang auch sehr steil bergauf. Was ich daraus auch gelernt habe, organisches, langsames Wachstum ist besser. Also weil, dass man das zulässt, es geht nicht von einem auf den anderen Tag um 50% zu wachsen, sondern jeden Tag ein bisschen was. Es geht schon, ich denke nur, dass es nicht immer ein gesundes Wachstum ist, weil also allein die Prozesse, die du verändern musst, um dass das auch alles funktioniert, weil angenommen jetzt, ich sage, okay, wir liefern heute pro Monat 200 Pakete aus und von heute auf morgen sollen es 2000 sein, dann musst du im Prozess der Abwicklung da schon echt viel machen. Und da so unterschätzt man auch. Genau, und dann investiert man vielleicht viel und dann geht es vielleicht 3 Monate gut und dann wieder weniger und dann hat man aber schon investiert, hat die Kosten. Also wir versuchen wirklich organisch, also schon bergauf, aber halt nicht zu schnell zu wachsen. Mhm. Also nicht zu übermütig zu werden und sagen, boah, jetzt machen wir 10-fache Menge und ist... Jeden Tag ein Dosel mehr quasi, oder? Das ist ein gesundes Wachstum jetzt genau. Runtergebrochen. Genau, ja, das wäre... Laura, ich würde gerne zum Schluss noch einen Fakt mitgeben von dir. Du hast das vorher schon angesprochen, weil jetzt eben wieder die Schule angelaufen ist und viele Junge, die uns hören, ja. Tun sich halt nicht ganz so leicht in der Schule. Auch weil es auch ums Thema Scheitern geht eben im Podcast. Auch dir ist es in der Schule damals absolut nicht gut gegangen, oder? Es war so ein Dahinhandeln von Tag zu Tag. Ja, also erstens, ich bin echt nicht gerne in die Schule gegangen. Entschuldigung nochmal an meine Eltern, das war sicher super anstrengend. Und ich hatte auch in der HLW-Zeit damals innerhalb von einem Sommer 2 Nachprüfungen, also muss man ja über den Sommer lernen und dann Nachprüfungen. Und dann im Nahe darauf wieder, also ich war echt so, boah, schaffe ich die Matura überhaupt? Soll ich vorher aufhören? Also das war schon, also das knapp, sage ich jetzt mal. Und dann hat es mich schon gewundert, ich habe dann jetzt noch 5 Jahre studiert, berufsbegleitend so. Aber das ist dann was anderes, oder? Ich finde, Schule gehen ist halt immer so, da fühlt man sich gerade mit dem Alter noch ein bisschen gezwungen, man muss das jetzt unbedingt machen. Ja. Aber studieren sucht man sich ja dann selbst aus. Genau, also ich habe zum Beispiel einige Fächer einfach nicht gemocht in der HLW. Ich war nie so das Mega-Sprachentalent.
Und habe es mir dann noch halt einfach aussuchen können, wo ich was machen will, und habe dann eben auf Englisch studiert, aber eben die Sprache nebenbei gelernt. Cool. Das ist dann halt immer so was anderes, finde ich, wenn du dezidiert so Vokabeln lernen musst und so. Das war nie mein Ding. Und Rechnungswesen war auch nie mein Ding. Und meine Lehrerin, mit der verstehe ich mich mittlerweile gut, die findet das jetzt auch lustig, dass ich jetzt Unternehmen habe und selber teilweise Buchhaltung mache. Und in der Schule habe ich es gehasst. Aber eben, deswegen wollte ich das jetzt zum Schluss noch ansprechen, es gibt eben sehr viele, die jetzt in dem Moment sich denken, wie soll aus mir überhaupt was werden? Genau. Es kann auch aus einem was werden, wenn man in der Schule nicht gut ist, weil die Schule des Lebens ist damit einmal ganz was anderes. Genau, richtig. Also in der Schule habe ich mir echt gedacht, gar nicht. Ich habe dann lang gedacht, ich bleibe im Tourismus, deswegen war ich auch so viel in Hotels. Aber es war es dann auch nicht. Also man kann echt viel, finde ich, ausprobieren, bis man dann sich entscheiden muss. Man muss jetzt nicht mit 17 wissen, was man werden möchte und was man für immer machen möchte. Ich meine, ich kenne viele Leute, die sich auch mit 40 nochmal umorientieren und dann glücklich sind. Aber es ist völlig okay, finde ich, oder? Ich finde, wenn man dann irgendwann mal was gefunden hat, hat man viel Erfahrung davor gesammelt, genau, und hat dann was gefunden. Also doppelter Gewinn. Also ich finde, es ist ja generell ein Gewinn, wenn man jeden Tag aufsteht und die Arbeit macht dann Spaß. Genau. Also das ist schon mal, finde ich, das Beste, was einem passieren kann. Und würdest du das von dir behaupten? Ja. Sehr gut. Ich sage jetzt Großteil. Klar, es gibt natürlich Tage, wo du denkst, heute brauche ich nichts. Aber grundsätzlich definitiv. Also ich mache mir Arbeit sehr, sehr gern, mit sehr viel Freude. Und ich habe auch mit meinen Kollegen, Geschäftspartnern so viel Glück, weil wir einfach so ein tolles Team sind. Und das macht es schon, es macht es wirklich lustig, wenn du mit den Leuten auch, mit denen du arbeitest, auch so einen Spaß hast. Sehr gut. Ja, und man merkt es, wenn man da bei euch reinkommt, jeder versteht sich mit jedem gut. Das ist eine Gaudi daher. Genau. Also das ist schon Goldes wert, sowas, das Umfeld. Laura, wir haben jetzt sehr viel über alles gequatscht. Vielen Dank für diesen Einblick hinter die Kulissen von Vulkanoschinken, von Big Power und auch von Hanfred. Zum Schluss, weißt du das schon, was jetzt kommt? Der Schluss ist dir überlassen. Du ziehst in dir quasi selbst. Zieh dir drei, dann bist du frei. Drei Fragen zum Abschluss, die nochmal ganz gefinkelt sind. Ja. Und die du selbst in der Hand hast. Bitteschön. Okay. Zieh dir mal drei. Du siehst das schon. Einmal, gell? Nein, das ist immer verdeckt. Zwei. Und drei. Ist irgendwie lustig. Jeder Gast macht es immer von dieser Seite zu dieser Seite, um irgendwie was rauszuziehen. Sehr gut. Und dann einfach nach der Reihe vorlesen und kurz und knackig beantworten. Frage Nummer eins. Hast du dir die alle einfallen lassen? Tage, Nächte lang. Was steht Nächte oben? Lang. Was kritisierst du an anderen, was dir selbst nicht gelingt? Spannende Frage. Was ist das? Ist das eine Eigenschaft oder? Was kritisiere ich an anderen? Also ich tue generell nicht so kritisieren. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der... Also versuchst du eher das Positive in jemanden zu sehen und zu fördern? Schon eher. Also, weil wenn man aber kritisiert, finde ich, das ist immer so negativ und zieht dann auch runter. Und also kritisieren eigentlich nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ja, außer vielleicht Ordnung. Sachen abspeichern im richtigen Ordner. Und wenn ich aber schnell tue, dann passiert es mir auch. Kennen wir alle, oder? Wo ist das Dokument? Liegt noch in Downloads. genau. Das ist vielleicht ein Thema. Ordnung. Ja. Alles klar. Frage Nummer zwei. So, was möchtest du deinem 11 Jahre älteren Ich mit auf den Weg geben? Was wäre da sowas? Meinem älteren Ich. Stell dir vor, du bist 11 Jahre älter. Was würdest du dem sagen? Zieh andere Schuhe an, wenn du auf so löchrigen Boden gehst. Das müssen wir ein bisschen erklären, wie vorab waren wir auf einem Boden, der sehr löchrig war, und du hast High Heels oder mit Stöckel Schuhe angehabt, die sind sehr dünn und du bist fast... die Stiege runter, ja, so in die Richtung. Also als Tipp passt auf was an. Als Tipp, zieh dir den entsprechenden Umständen richtig an. Sehr cool. Und du denkst so, die hat nur lustige Antworten, nichts Ernstes. Nein, das ist, in jedem steckt irgendwie ein Tipp drinnen. Ja. Und der ist irgendwie spannend. Und die letzte Frage, Frage Nummer drei. Das haben wir heute schon behandelt. Was haben dir deine Eltern beigebracht oder gesagt, was du nie wieder vergessen wirst? Heute ist dein bester Tag. Genau. Und warum? Weil ich heute keinen besseren habe. Vielen Dank für deine Zeit. Ich sage danke. Vielen Dank in die exklusiven Einblicke hinter diese drei Firmen. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Euch auch. Möge jedes Pferd und jeder Hund mal mit Hanfred in Berührung kommen. Das hoffe ich auch. Danke für deine Zeit. Alles Gute. Danke sehr. Von nix kommt nix.
Der Podcast über Motivation und erfolgreiches Scheitern.